Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zu Darksiders nach dem letzten abrupten Ende, weil das Spiel natürlich einfach abgekackt ist, natürlich. Und ich hatte keinen Bock, nochmal die ganze Folge neu aufzunehmen. Sind wir wieder hier in den Gewässern, wo wir letztes Mal einfach abgeschmiert sind. Willkommen zurück. Ich hoffe, diesmal kacken wir nicht einfach so ab. Und ja, wir bewegen uns langsam aber sicher in Richtung, ich glaube, zweiten Bosskampf. Sieht sehr danach aus. Und ja. Genießt es, wie ich hier das alles hier schön auseinandernehme. Locker, flockig. Ja. Ich glaube, ich muss erstmal da runter. Will ich gar nicht da runter. Egal. Bin schon unten. Die Musik macht's auch nicht unbedingt besser. Die Musik. Oh, da kommt Wasser. Das ist immer die Frage, ist da unten noch was? Nein. Okay. Das heißt, wir bewegen uns langsam aber sicher nach oben. Und dann gehen wir da drauf. Nein, gehen wir nicht. Hangeln wir uns hier dran. Und wir auch nicht. Wieso ist die Musik so intens? Kann man hier irgendwo sich vorarbeiten? Sieht nicht so aus. Da kam das Wasser raus. Kann ich hier irgendwie nach oben? Nein. Super. Die Musik macht sich besser. Immer noch nicht. Kann ich das kaputt machen hier irgendwie? Nee. Muss ich hier drauf vielleicht? Bezweifle es. Was ist denn das hier? Ah, Freunde, was geht, Alter? Da muss ich irgendwie hin. Oh, lass die erstmal töten. Gehen wir alle auf den Sack. So, das haben wir jetzt alles geschafft. Souverän, souverän. Da müssen wir irgendwie hochkommen. Indem wir. Da müssen wir auch irgendwie hinkommen. Aber wie? Das ist hier jetzt die. Nee. Da nicht. Muss ich hier drauf und dann da drauf springen? Das wäre ja frech. Ja, okay. Bevor du hängst, Kriegsgott, wärst du nur einfach hochspringst. I am confused. I am so confused. Na, na, na. Hier geht's auch nicht lang. Ich bin verwirrt. Einfach so verwirrt. Wenn ich die Dinger erst kaputt machen kann. Fuck you. Kann ich nicht. Gut. Beziehungsweise schlecht. Beziehungsweise ich weiß nicht. Oh, was ist das? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist ja unglaublich. Und hier, haha. Ja, ja, wer sucht, der findet. So ist es, so war's. Ich will da rüber, glaube ich. Ah, mehr Wasser. Groß. Thank you so much. Muss ich mich kurz sammeln? Kamen wir von da hinten? Oder kamen wir von hier? Kam von hier, oder?
Ich weiß nicht so lang. Sehr gut. Hier kommen wir locker drauf. Kommen wir darüber. Kommen wir locker. Nein, nicht so. Rüberlaufen. Entspannt runterspringen. Safe sein. Sehr gut. Hier rüberfliegen. Uns das Artefakt holen. Das war das letzte. Jawohl, wir haben einen weiteren Zornkern erhalten. Jetzt haben wir drei. And that's the bottom line. Also was? Komm mal ran hier. So, da ist eine Lebenskiste, die brauchen wir nicht. Wir gehen mal hier lang, weil... wegen Intuition und so. Ah, klares Wasser. Jawohl. Grüße. Das brauchen wir auf jeden Fall gleich. Oh, es sieht nach Bossfight aus. Jetzt schon. Ich muss den bestimmt mit dem Wagenteil irgendwie. Nein, ich brauche die Dinger. Nicht kaputt machen. Aber kann ich mich nicht auch hinter dem Ding verstecken? Also, probieren wir gleich mal aus. Hör mal auf jetzt mit dem Scheiß. Ich hätte... geht das nicht kaputt? Mach mal dein... ich will, dass das runterkühlt. Halt's Maul, Mann! Kann das runterkühlen jetzt, please? Aha. Ist er runtergekühlt? Tatsache ist er. Fuck. Reise dahin. So, jetzt muss der erstmal runterkühlen, bestimmt. Ja, also. Nein, nein, nicht berühren. Nicht den Eisblock. Oh, my brother. Oh, hat das was gebracht? Hat schon was gebracht. Ja, klar! Von wo? Ich bin verwirrt! Wie lange geht das? So, dann muss ich die jetzt da angreifen, oder jetzt chillt die da, oder was? Ich glaub, das hat voll geknallt! Ja, Mann, da ist der Kern. Er ist open.
to damage. Okay. Oh, oh jawoll. Oh, get over here. Guys, Leben! Leben, Leben, Leben. Danke, danke, danke. Zum Recken. Alles, alles zum Recken. Get over here. Alle auseinanderbrechen. Danke, schön. Danke, schön. Danke, schön. Danke, schön. So viele Danke, schön. Ah! Don't touch me! Nein! Es ist okay. Auch dein Laser. Fresse! Das sollte mich eigentlich nicht treffen, Alter. Nein, nimm doch mal das scheiß Ding jetzt und wirf! Oh, kommt jetzt wieder. Leben. Nice. Finde ich gut. Ja. Alles, nehme ich alle mit. Alle, die kommen. Genau hier. Bisschen Leben, bisschen Leben. Fresse. Oh nein! Das war knapp. Vielen Dank für die Blume. Boom. So, jetzt schiebt er den nochmal zurück, ne? Ja. Fresse. Ah, einmal hat er mich getroffen. Cool. Das war auch ein interessanter Bossfight. Also, bis jetzt die Bossfights finde ich echt witzig, muss ich sagen. Finde ich geil. Was heißt das aus? Ja, ja. Jetzt haben wir unser zweites Herz von 4, glaube ich, ne? Zwei erledigt, zwei übrig. Genau. Willkommen zurück, Reiter. Du hättest anklopfen können, aber ich schätze, das ist nicht deine Art, oder? Warum bist du hier? Dumme Frage, denn du bist der, der in mein Haus eingedrungen ist. Du warst nicht immer der schwarze Hammer. Du hast dich ins Exil zurückgezogen, ein Eremit zwischen Grabsteinen. Warum? Welche Rolle hast du bei all dem gespielt, Ultan? Reiter, ich habe etwas für dich. Ein gutes Stück Arbeit, aber ein bisschen zu niedlich für mich. Passt besser zu dir. Du hast meine Frage nicht beantwortet, Alter. Vielleicht mag ich ja die Umgebung, na und? Du wolltest meine Hilfe und ich habe sie dir gewährt. Wenn du weiterhin so undankbar bist, werde ich irgendwann sauer.
Sehe ich aus, als hätte ich Angst vor dem Tod, Junge? Es ist nicht der Tod, den du fürchten solltest. Wir haben eine Kanone bekommen. Cool. Gibt's irgendwo noch eine Kiste oder sowas? Kann ich hier noch eine Watsche und geben? Jetzt verschwinde von meinem Grundstück, bevor noch mehr Tauben kommen und meinen Hof besudeln. Of course. Nice. Dich wiederzusehen, Reiter. Jetzt können wir Leute abschießen. Waffe ist bestimmt hyper useless. Ah, scheiße. Ah, fein. Jetzt können wir das einfach aufmachen, ja? Amboss, ja. Genau. So, gut. Dann gehen wir mal back. Ich weiß ja noch ein paar Räume nicht aufgemacht und alles und so ein Scheiß in dem anderen Gebiet auch nicht, wo wir am Anfang waren, aber... Let's go. Wohlkommen, alter Peniskopf. Also, was ich, hä? Am Boss waren wir immer. Bam, bam. Hier müssen wir hin. Wieso bin ich immer hier? Wenn ich irgendwo hinreisen will. Ach so, das ist dieser Schlangenweg anscheinend. Oder so. Und dann muss ich hier immer rüber. Dann gehe ich da hin, wo ich hin will. Zum nächsten Portal. Und dann komme ich da raus, wo ich raus will. Vollumständlich. Statt mich einfach sofort dorthin zu porten, wo ich hin will. Der glühende Galgenturm, ihr Pisse. So, zur Seite. Ihr Lappens. Leider. Wieso ist das nicht ausgewählt auf rechts? Ich sage so, dann rechts. Yes, please. Thank you very much. Now go fuck yourself, you piece of shit. Also, wir sind richtig. Hier, Counter-Strike-Style. Ah, es gibt doch nichts Besseres als eine. Ein wunderschönes Schwert. So, gehen wir zu unserem Kollegen, zum Samael, dem alten Dämonenkopf. Steht er schon ganz gierig, wartet auf sein Herz. Hast du dich amüsiert? Krieg und der schwarze Hammer beim Taubenrupfen. Du siehst viele Dinge von deinem Gefängnis aus, Samael. Es gibt nur wenig, das du von mir verbergen kannst, Reiter. Wenn ich mich für etwas interessiere. Und was weißt du über Uriel? Ich dachte, die Reiter stünden über diesen irdischen Belangen. Sie glaubt, dass ich Abaddon getötet habe. Die Höllenwache hat ihren gefallenen Fürsten und Anführer verehrt. Und Uriel? Manche sagen, dass ihre Bewunderung nicht nur beruflicher Natur war. Siri macht vor nichts Halt, um den Verantwortlichen zu bestrafen.
Ich habe gegen den Dämonen gekämpft, der Abaddon getötet hat, und er wird bestraft. Straga ist der stärkste der Auserwählten. Kein Zweifel, dass du ihm erneut begegnen wirst. Er bezieht seine Macht aus dem Turm und bleibt ihm daher nicht zu lange fern. Mit allem, was ich dich gelehrt habe, überlebst du vielleicht sogar die Wiedervereinigung. Wessen Herz willst du haben, Dämon? Der Stygian ist der König der alten Würmer, die nun im Aschland eine Plage sind. Es wird nicht einfach. Die Würmer gedeihen gut auf solch fruchtbarem Boden. Fruchtbar? Fruchtbar durch den Tod. Verfall. Das ganze Land ist damit bedeckt. Die Asche der Toten. Aber du könntest Glück haben. Anscheinend haben ein paar irre Dämonen damit begonnen, die Würmer zum Vergnügen zu fangen. Und sie jagen auch andere Kreaturen. Die stärksten davon lassen sie in grausamen Arenen kämpfen. Die Dämonen wollen den Stygian zähmen. Und sie wissen nicht einmal, dass in diesem Monstrum das Herz eines der Auserwählten schlägt. Wie weichen die Dämonen den Aschewürmern aus? Kennst du die Chronosphären? Ein Geschenk der Alten. Es heißt, dass man die Zeit selbst bändigt, wenn man eine Chronosphäre bändigt. Man kann dann die Zeit anhalten und sogar vor- und zurückbewegen. In der Tat. Von den alten Meistern existiert keiner mehr. Aber die Dämonen haben gelernt, mit den Chronosphären umzugehen. Bis zu einem gewissen Grad. Ich gewähre dir ein Grundwissen über die Chronosphäre. Es ist nicht viel, aber vielleicht reicht es, um den Würmern auszuweichen. Vielleicht? Vielleicht auch nicht. Was ist in diesem Leben schon sicher, Reiter? Abgesehen von unserem Wort, natürlich. Vernichte den Stygier. Chronomant. Reagieren jetzt auf Kriegsgegenwart, entziehen sie deren Energie, um die Zeit vorübergehen zu verlangsamen. Okay. Wir können jetzt anscheinend super coole Sachen mit Zeitverlangsamung und so, Zeitmanipulieren und sowas etc. Das machen wir dann in der nächsten Folge, wenn wir zu unserem nächsten Boss laufen. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine übergeilen Pelikane. Haut rein, bis zum nächsten Mal.